Ich meine, stell dir mal vor, du willst jemanden mobben und dann lachst du dich selbst aus. Was soll der Gemobbte denken? Ist er Psychopath? Schizophren? Irgendwelche Störungen, Neigungen in Richtung Kot? Alles ist möglich, nur die Wurst hat zwei. Was? Dummes Gelaber hoch 10. Genau, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dota 2. Wir suchen gerade noch und der LR, keine Ahnung, der lädt noch. Und Also ist bereit. das ist jetzt echt mit drauf, dein Gelaber von eben. Das ist jetzt echt mit drauf. Richtig geil. Komm, das ist doch zu schade zum Wegwerfen. Das ist richtig. Aber mal ganz kurz. Please hold the line. Please hold the line. Dum, 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 dum. Okay. Werfen wir den Google-Übersetzer an. Da ist irgendwas an. Er hat gesagt, dass sprachentechnisch er Viper anders. nimmt. Ah. Viper war das einzige Wort, was du lesen konntest, oder? Ja. Ja, richtig. Ist in unserem Team? Das war doch der R, also LR, das war doch eine grüne Schrift. Und dann da oben diese lila, pinke, ich glaube, es ist lila Schrift. Das ist ja. Ah, kannst du das mit deinen Augen erfassen? Das wirkt irgendwie so komisch. Fehlerplatz? Vielleicht. Ich werde natürlich wieder Luna nehmen, weil das ja beim letzten Mal so gut geklappt hat. Und dann wird das natürlich auch auf der anderen Seite gut klappen. Muss ja. Ich supporte dich mal. Na, dann machen wir Easy Lane, oder? Klar. Wer hat sich denn jetzt daneben mich gestellt? Der Omni Knight. Das bin ich. Das bist du. Du hast einen Bart. Einen männlichen Bart. Wie im echten Leben. Ich habe einen männlichen Bart. Ja, ein Clockwork, ein Putsch. Mal gucken, was noch drin ist. Da unten sind bald Drow und. Ich hatte recht, dass er gesagt hat, dass er Viper nimmt. Da unten sind Drow und Viper. Da nicht mehr Viper, es ist die Crystal Maiden geworden. Ja, und der. Jetzt switchen die da wild herum und her und. Am Auge kratzen. Am besten, du brauchst eine Facecam auf, dann wird dir das nicht. Ja, dann kann ich hier lustige Grimassen von der Facecam machen. Ja. Kann ich unsere Gegner auslachen. 5 seconds remaining. So. Schnell mal Luna gepickt, bevor sie mir einer wegschnappt in der letzten Sekunde. Das wäre ärgerlich. Das wäre sehr ärgerlich. Ich hätte doch Ursa picken sollen. Prepare for battle. Absolutely. Wusstest du eigentlich, dass die Pikmin jetzt arbeitslos sind? Ich gehe gar nicht darauf ein. Ja, also, beziehungsweise sie waren für recht lange Zeit arbeitslos. Mittlerweile arbeiten sie bei Valve und die kümmern sich um das Charakter-Picken. Deswegen konnten sie auch ihren Namen behalten. Also Miyamoto hat da schon sehr früh mitgedacht. Du weißt ja, Miyamoto ist großer Dota-Fan. Das weiß ja jeder. Also, hat er quasi Dota schon erfunden, bevor es Nintendo gab. Ist Pikmin von mir am Ja, Pikmin. Also die Pikmin an sich sind eine Figur, so sage ich es jetzt mal, die Miyamoto kreiert hat. Das würde ich wissen. Neben Mario und Zelda? Achso. Nee, das war, glaube ich. Falls jemand anderes. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das ist ja ein. Nee, Shigeru Miyamoto ist auch Zelda, ja, doch. Ja, ich will nichts Falsches sagen, weil bei Nintendo kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Ich muss zugeben, ich habe auch noch nie so richtig Zelda gespielt. Ich habe Ocarina of Time mal angefangen, früher auf dem GameCube in dieser Limited Remastered Version, die ich wahrscheinlich nie hätte verkaufen sollen, weil die, glaube ich, gar nicht mal so billig jetzt ist. Die ist, glaube ich, was wert. Und dann habe ich später mal auf der Wii Skyward Sword ein bisschen angezockt. Nee, ich habe mal The Minish Cap gespielt. Ich guck mal ganz kurz, ob wir das für eine Rune wir hier haben. Ja. Das Geist hat eher so der Experte für Zelda und Nintendo-Sachen. Echt? Auch Zelda? Ja. Ocarina of Time hat er gespielt. Wind Waker hat er gespielt. Und Minish Cap. Ich hab nur Minish Cap gespielt. Das einzige, was ich davon habe. Yes. Naja. Na, jemand war ja auch nur für Advance. Ja, was heißt nur? Das Spiel war doch ganz gut für den Advance. Ich konnte spielen, also ja. Das beste Zelda für den Game Boy soll doch Link's Awakening sein.
soweit ich das mal gehört habe in einem gewissen Podcast. Das ist, glaube ich, der dritte Teil. War der zweite Teil? Das ist... Naja... Ich glaube nicht, weil es ist ja für den Gameboy erschienen und da kann es ja schlecht der dritte oder zweite Teil der Hauptreihe sein. Ah, okay, ja, die sind für den NES und dann für den SNES erschienen, das recht, ja, okay. Deswegen, verstehst du, was ich meine? Im zweiten Teil gab es ja auch noch diese Problematik, dass der, glaube ich, in Europa komplett anders war. Irgendwas war da. Das war, glaube ich, Link to the Past. Nein, das war nicht der zweite. Ich glaube, beim zweiten hat man ein komplett anderes Spiel genommen, ein bisschen Beam falsch gesetzt, und das einfach nur unter dem Namen Zelda verkauft. Und wir bewegen uns hier auf einem ganz, ganz heiklen Thema, den wir hier rumreiten. So wie ich auf Luna, mit Luna auf, wie heißt das da hier nochmal? Das hatte doch einen Namen. Nova, genau. Ja, jetzt wirkt das nicht mehr so gut, verdammt. Lass uns das nochmal nachstellen. Bitte hier den Jump Cut einfügen, Schnittmeister. Entweder Jump Cut oder. Die ganzen. Wir synchronisieren das nach. Wir benutzen eine weiche Blende. Damit es richtig schäbig aussieht. Oh, richtig schön schäbig mit einer weißen Blende. Weiß ist noch besser als weich. Ja. Dachte mir auch so, als du weiße Blende gesagt hast. Okay, ich hau nochmal drauf und... Wird das was? Wird das was? Ja. Perfekt. Auch noch ein Kill am Anfang. Das ist echt schön. Ich muss jetzt bloß ein bisschen auf Entfernung gucken, damit ich mich heilen kann. So. Danke, Viper. Ach, Drow ist... Ja, aber Drow ist draußen, also ist schon okay. Haben wir aber gut gemacht, finde ich. Ein bisschen Eigenlob ist da angebracht. Ich finde es ein bisschen nach nasser Hund riecht, aber sonst. Ja. Weil jeder weiß, Eigenlob stinkt nach nasser Hund. Ja, Freunde, da müssen wir wohl ein bisschen warten. Oh, das gegnerische Team ist nett. Oder auch nicht. But draws a woman. Must be she. Ja. Ja, Osa ist angepisst, weil... Wait, bitches. Ja, eine klare Ansage kommt. Er kann eh nicht mehr das beenden, eigentlich. Zweimal nachher, dann geht das, glaube ich, nicht. Ja. Drowhanger hat selber... Sie ist wieder da. Sie konnte es beenden. Yay. Also ich wollte mich jetzt heilen, ne? Drücken. Scheiße. Healing and harm. Na, wie kann ich das denn abwählen? Was denn? Ich wollte gerade nichts Falsches drücken und ich hatte die Healing Solve angewählt. Vergessen, wie man das Item abwählt. Aus Angst, dass ich sie jetzt verbrauche für gar nichts. Ich hab dich geheilt. Danke. Nicht angreifen. Ja, ich hab auch keinen Mana für einen großen Beam. Ich hab. Ich regeneriere gerade Mana. Das Problem ist, sobald ich getroffen werde, hört die Mana-Regeneration. Wegen meiner Clarity Potion. Fand ich eigentlich echt süß, dass Orsa mich einfach angegriffen hat. Absolutely. Nett von dadurch, dachte, er könnte mich einfach besiegen. Into battle. Und dann, als er kurz davor war, seinen Traum zu verwirklichen, kamst du und hast ihn kaputt gemacht. Ich also, hier kam mehr darin. Was ist denn jetzt los? Ach ja. Ist das auch gerade? Let's go. Oh. Ja, mein Internet läuft. Also, Ursa läuft gerade auch, aber... Oh. Wow. Erneut verbinden. Ja, das kann natürlich passieren. Kommt auch in jeder guten Familie mal vor, dass da ein Disconnect entsteht. Ja. Kennst du ja, wenn die Tochter auf einmal oder der Sohn in irgendeiner Clique ist und dann gegen die Eltern rebelliert, ja, dann entsteht so eine Art Disconnect. Ja, ist richtig. Wir Fachleute sagen das so. Ja, wir sind nämlich Kinderpsychologen. Wir haben 7 Jahre studiert. Ich rede eigentlich von Informatikern. Nee, Quatsch. Wir sind Kinderpsychologen. Ohne Wenn und Aber. Okay, die Aufnahme geht doch weiter. Ich dachte eben schon, die X-Story hätte sich aufgehangen. Hui. Eine kurze Folge, so wie es aussieht. Ey, komm, wir sind wieder drin. Ein paar von uns sind retarded am Rumlaufen, aber ich kann mich bewegen. Ich bin noch nicht drin. Your bottom tower is under attack.
schätze mal, das war ein Fehler in der Matrix. So etwas passiert manchmal. Das geschieht, wenn sie etwas ändern. Ja. Ach mein Gott. Warum? Illuminating. Your bottom tower is under attack. Wir haben zu lange auf Pause gedrückt. Alter, was ist das für ein geiler Kurier? Was für einer? Guck dir mal an. Ach, der kleine Putsch, ja. Hm. Den habe ich auch schon mal gesehen. Hm? Ich habe noch gar nicht gesehen. Ich habe den jetzt bloß halt im Shopfenster gesehen, aber. Nicht. Selbst da habe ich ihn noch nicht gesehen. Oh. Ich kannte ihn noch gar nicht. Aber ich habe gehört, dass es ihn geben soll. Vor allem, ich glaube, Rosa konnte jetzt in Ruhe hier farmen. Das ist Level 5. Wir sind noch auf Level 3 rum. 3 sind. Ja, scheiße. Der Sack. Wie konnte er es wagen? Insignificant. Und dann greift mich auch noch hinter Rücks. Clockwork an. Ich glaube, ich weinst ein bisschen. Ich mache einen Zert-Crit. Was für ein Crit? Zert-Crit. Ich trau mich nicht. Hm. Ist aber schade. Ich Rage-Critte nicht, weil ich bin nicht wütend, aber ich trau mich. Ja, stell dir mal vor, dein Hund stirbt gerade. Dann spielst du ja. Würdest du hasserfüllt weiterspielen? Oder ein... Wie hast du es gerade nochmal ein Z-Quit machen? Ein Z-Quit, ja. Ein Z-Quit. Ja. I am merciful. I am wonderful merciful. Let's go. Paladin. On the prowl. Irgendwie. Das ist ein bisschen demotivierend mit seinem erhöhten Level. Level 6, ja. Aber ja. Wir haben die Power des Silence auf unserer Seite und des ihn langsamer machen. Das haben wir noch alles für Powers. Ja, guck mal, da steht ein Katapult. Da muss ich einfach stehen bleiben. Ja, ja, klar. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass wir den angreifen, weiter. Ja, ich sag's bloß nochmal. Verdammtes Katapult. Mann. Cool. Oh, oh, Hilfe! Ja, das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof hinter mir. Oh! Ich weiß ja nicht, was das geringe irgendwie ist, aber das ist doof. Lauf einfach! Ja, ich muss aber ausweichen, genau. Scheiße. Das war ja richtig Premium. Warum ist Putsch eigentlich Level 8? War der in der Mitte? Jo, Putsch ist immer Mitte, soweit ich weiß. Also man spielt Putsch normalerweise mit Lane. Ach so. Und wenn der ja, gut gespielt, sage ich ja. Best Play ever. Ich glaube, ein besseres Play hätten wir nicht machen können. Nee, war geil. Richtig gut. Regenerationskugel. Dann geht sie dahin. Aber auf unser Team. Ja. Oh, mir juckt die Hand. Der benutzte sie, um Dota zu spielen. Ja, das ist die linke. Damit führe ich nicht die Maus, sondern bloß die Kamera. Ja, die Kamera und die Zahlen halt, ne? Die Zahlen. Du bist jetzt Mathematiker. Nein, ich führe aber die Zahlen. Radiant structures are fortified. In die Schlacht. Ich führe die Zahlen. Ich glaube, er sollte genau da unten stehen. Nicht beim Sideshop sein, was ich eigentlich sagen wollte. Genau, du sagst es. Er steht wie geplant da unten. Ach ja, Wards wäre eine Idee. Kacke, ich... Unser Warding ist unterirdisch, also besser gesagt, es existiert nicht. Nicht vorhanden. Ja, ich weiß also gar nichts. Ich durchstreife hier nochmal ein bisschen den Dschungel. Genau, warte mal. Ach kacke, warum haben wir eigentlich noch keinen... Flash me! Quickly now! Beschwer dich doch nicht, da hat gerade jemand den fliegenden Kurier gekauft. Hätte ich für unglaublich witzig, wa? Ja. Nix, bist du ehrlich, was? So. Oh, oh, Hilfe, Hilfe! Ja, hatte ich ja noch nicht. Ah ja. Klinke. Let's go! Keine Chance, der Ursa. We ride! Gegen uns beide alleine. Eine gegen uns beide hat er erste Chance, wenn er Level 10 ist.
Das könnte übrigens sein, dass Orsa gleich schon kill geht. Genug Level hätte er. Ja, Level 7, 8 ist so. Dann kann man Roshan ohne Problem killen. Sagt der Experte. Und wenn der Experte das sagt, dann muss es stimmen. Das ist wohl wahr. Stalking. Na los, kommt her, Creeps. Er ist weg. Sollten wir nicht Orsa jetzt da unten bei Roshan ganken und dann im besten Fall noch Roshan mitnehmen? Wäre das nicht ein guter Spielzug, Frage den wir ist, nicht ausführen werden? Ja, eigentlich echt denkwürdig, wenn man das echt schaffen würde, ne? Ja, zu dritt würden wir das vielleicht schaffen. Echt ein denkwürdiger Moment, würde ich sagen. Wow. Ich hoffe, gerade keinen Putsch. Ja, der steht da noch, das wäre voll nett. Ich sag's nochmal, da ist Putsch. Ja, das habe ich gesehen, der hat seinen Haken geworfen, das habe ich auch gesehen. Mhm. Oh, Kacke. Das ist auf jeden Fall, der mich verfolgt, ist definitiv eine... Das sind beides Illusionen, okay. Beides, ja. Ja, ich wusste halt nur, dass das eine definitiv eine Illusion, der echt ist hier. So, ich kriege jetzt meine Boots. Schön. Ich auch. Ja, trotzdem müssen wir hier noch ein bisschen rumlungern. Ein Putsch und ich renn rein. Lass uns weggehen. Er hat mich. Aber so jetzt ein bisschen und danke und ja, das war's. Jetzt schön entfernen von ihm. Ja, wir haben keine Chance. Punkt. Tja, nicht wenn der Putsch da steht. Na ja. Doof. Ich stand auch noch so doof. Ja, richtig gut. Ja. Viel Glück, du wirst es brauchen. Orsa war echt bei Roshan. Da haben wir mal die Taktik unseres Lebens ausgetüftet und setzen sie nicht. Geil, wa? Wir wären wahrscheinlich eh zu spät gekommen. Hätten viel früher, der zieht sich zurück, wir sehen das, alles klar. Machen wir. So hätten wir das machen müssen. Ja, ich bin Idiot. Let's go. Habe ich schon fast vergessen, dass da der gute Dingens rumlungert. Ich renne gerade durch den Wald, also den falschen Wald. Orsa ist schon Level 10. Yes. Ja, das war's. Punkt. Hey komm, es ist nicht der Source Code, der hier einsetzt. Wir haben ein Spiel gewonnen und das dann halt verloren, falls das jetzt passieren sollte. Ja. Piercing Light. Endlich Ulti. Meiner hast du ja schon gesehen. War das diese Heilungsaura? Ja. Da ist man dann auch. Dann ist währenddessen auch komplett immun gegen physischen Schaden. Aha. Wie anfänglich. Yes. Aber magischer Schaden trifft dich. Ja, dann der kommt euch richtig. Na super. Dafür habe ich aber was anderes. Was? Durch Magie macht für eine Zeit lang. Oder mich, je nachdem wen. Achso, das kannst du dann auf andere Leute setzen. Genau, mich oder auf du dich. Lust dazu hast. Den, der das will. On the hunt. For Night Silver. Natürlich wieder auf mich. Aber. Hey. Schön. Stalking. Ja, wäre aber besser gewesen, wenn du die Kill gekriegt hättest, aber... was soll's. Wir sollten das nehmen, was wir bekommen. Ja, war in dem Fall echt nur eine Kurzschlussreaktion. Ja, genau so. Ich mach meine Ulti noch drauf. Und, ja. In your face, Putsch. In your face. Richtig gut war das. Ja, dann holen wir uns den Turm, oder? Ja, holen wir uns den Turm. Ich werde gerade eingehen. Mit Kuh auf deine eigenen Kuh, dann hört der Tom. Let's go. Da war was, stimmt.
my steel. Hast du nicht immer noch was? Ja, ich bin wieder in die Reichweite gekommen. Ich bin vorbereitet. Nicht so wild. Phantom Assassin ist wieder da. Ja, ich merke es gerade. Kein Grund zur Sorge. Ach ja, Poto ist auch da. Der ist jetzt bestimmt stinksauer, also. Ist er ja sowieso, weil seine körperlichen Eigenschaften. Die sind ja da schon prädestiniert für solch einen Zustand. Ja, das war echt eine richtig gute Aktion von uns. Eigentlich stinkt und so, aber war es einfach. Auch wird's auch wieder. Ja. Rover, du bekommst heute Abend mal was richtig Schönes zu futtern. Es ist zwar stinksauer, aber es stört dich ja nicht. Und es schmeckt wahrscheinlich ein bisschen wie Kacke. Aber vermutlich. Sonst noch irgendwelchen positiven Eigenschaften vom Putsch? Ja, alles hat einen Haken. Absolutely. Außer zwei. Fire the knife. Ja, sag mal an, was meinst du? Da ist ein Putsch, ich habe keine Ulti. Brauche noch eine Minute. Ja, das ist geil. Aber ich habe gut Mana. Ja, das sehe ich. Ich mache 300 Schaden mit einem Loosen Beam. Putsch wird. Kann nur einen von uns beiden ausschalten. Und egal wen, er kann uns nicht töten. Obwohl, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Dich könnte er vielleicht töten. Aber ich kann beruhigt mich ja sehr. Aber ich kann dich definitiv heilen. Und wenn er mich halt nicht töten kann. Also, wir kriegen Putsch weg. Punkt. Wenn er versucht, uns umzubringen. Weil ich kann, ja, dann lass uns vorstoßen. Ich kann Magie-Immunität machen, wenn es sein muss. Ich kann uns physische Immunität geben, aber gegen zwei. Können wir auch gegen drei gewinnen? Das ist, glaube ich, ein wenig. Nein, unmöglich. Okay, na gut. Ein Plan. Schon sind wir wieder hier oben. Ist da unten jetzt noch Phantom? Nee, die schon. Mhm. Er ist alleine, also. Bei Putsch wird im Wald sein. Ich guck mal ein bisschen in den Wald. Ich komm mit. Ja, da ist er. Putsch. Da ist er schon. Hi, Putschi. Was macht er denn da? Fliegt er da? Er wird mich, der will mich ziehen. Und ich bin tot. Das war eigentlich ein sehr dummer. Okay, Viper hat Putsch getötet, aber es war ein sehr dummer Schachzug. Och, Manu. Oh, das war cool. Ich hab wenig Farm. 21, Last Hits, Minute 17 ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Macht der Doofe denn da? Bleib stehen, geh zurück. Danke. Läuft nicht so gut wie beim ersten Spiel. Ja, der gut beim ersten Spiel aus. Lies doch mal nicht. Bitte Tower die 9, bitte Tower die 9. Stalking. Your top tower has been denied. Your middle tower is under attack. Yes. Wenn ich zunächst gut bin, das kriege ich gerade noch so hin. Ja, die eigenen Strukturen zerstören. Das geht noch. Your middle tower is under attack. On the hunt. Jetzt sind wir hier zu viert. Bist du auch wieder da? Ja, ja. Ich bin hier neben Draw. Kannst du der Draw mal Hallo sagen? Okay. Hallo Draw. Lass uns unanständige Sachen auf der Top-Lane machen. Your middle tower is under attack. Sie ist wieder weggegangen. Hilf mir! Hilf mir! Ja, ja, bin ja schon da. Bin ja schon da. Bin ja schon da. Lucent Beam! Blessings upon a loyal warrior! Hast du was anderes vor? Lief gut, ja. Die kriegen wir eh nicht mehr da unten. Deswegen. Die holen sich vielleicht noch eine Rune und können dann sogar noch mal zurück angreifen. Das wäre ja noch mal ein Stück schöner. Ich brauche eine Gleven. Mindestens zwei. Und ich brauche Mana. For Dark Moon. Aber echt schön jetzt. Ja, läuft schon viel besser, vor allem mit Legion Commander. Lane, ja, super. Let's go. Welches Level ist denn so unser Team so durchschnittlich? Ja, let's go. So Level 10. Das gegnerische auch. The enemy's middle tower has fallen. Und auch noch was Schönes. Und zwar ein Blade der Agilität, oder? Nein. Liquidity.
Alacrity. Keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Ich habe keine Ahnung. Die Englisch-Experten sind mal wieder unterwegs. Bekannt aus verschiedenen letzten Novels. Berühmt berüchtigt für ihre perfekte Aussprache. Das war übrigens Ironie. Kann ich mal ganz kurz was machen mit deinem Kurier? Das tut mir leid, aber... Ja, gleich einfach. Ja, du wirst. Das ist aber bitte hart. The enemy's top tower has fallen. Dein Ernst, rufen einfach, rufen für dich, los. Der ist voll, der dumme Kurier. Was sind da alles drin? Ja, vier meiner Sachen. Ja, ich hab vier Radiant structures are fortified. Komm, ein Level noch. Putsch, boah. Fuck, ich bin tot. Nicht schön. Dann bring mal die Gegenstände zurück. Bist du tot? Nicht ganz, ich lebe noch. Achso. Ja, wir haben gerade ja, ordentlich was gemacht. Bist du gestorben, ja? Hat er die Sachen zurückgebracht? Die hat er immer noch im Inventar. Ja, die hat er noch im Inventar, meine Sachen, aber der holt jetzt meine, die ich noch. Okay. Hoffe ich zumindest. Ich hab denen gesagt, er soll mir die bringen. So, jetzt bringt er mir die. Dann sparen wir aufs Aghanims. Ah. Let's go! Okay, hab das ja schon. Deine Sachen, Chainmail, Ring of Regan, Rezept of Hedras und Healing Soft, sind das alles deine Sachen? Ja, das ist alles meins. Das liegt hier. Wo? In der Basis. Dyer's Courier. Hier ist das nicht meine. Ah, das ist das Rezept fürs Hedras und so. Und unser Kurier ist tot. Ich hab grad so einen Hals, okay? Also ich find's ja gut. Ich hab meinen Kram. Ja, Orsa hat mich gehornt. Er hatte eine. Hast du. Your middle tower is under attack. Yes. Ist dein Kack ernst, dass meine Sachen da rumliegen? Ja. Der Kurier ist schuld. Er hat einfach alles zurückgebracht, ohne dass man ihm irgendwie was anderes gesagt hat. Salamene, come on. Hey, it's all together. No, it's drawn together. Orsa wird zu stark, wenn das so weitergeht. Sagt der Experte. Orsa ist echt ein Carry. Wenn jetzt zum Beispiel Putsch stärker. Ne, doch. Your bottom tower has fallen. Aus dem gegnerischen Team sind alle böse. Da gibt's sehr gute Schlussfolgerung, Watson. Da gibt's kein geringes Übel oder sowas. Ja, wir haben auch keine Wards, wir haben gar nichts. Nicht mal Star Wards. Your top tower is under attack. Nicht mal gute Witze haben wir. Ja. So ein armes Zeugnis, was der gute sich gerade abgibt gerade. Neuer Level. Hat er abgefeuert, gut. Ich brauch Geld, ich brauch Geld. Und da oben ist Legion Commander Level 12. Ja, wenn ich nicht. Your top tower is under attack. Super, super, danke. Let's go. Scheiße, scheiße, scheiße. Wird nichts. Doof, aber lohnt nicht, da weiterzugehen. Mir fehlt das nötige bisschen Angriffskraft und vor allem auch Geschwindigkeit. Oh mein Gott, das kann ja was werden. Und so ging er mit halbem Leben in den Dschungel. Deswegen Lifestyle. Noch nicht. Liegt in der Basis, besser gesagt. Auch auf dem Boden, oder was? Nee, da liegen nur deine Sachen. Nee, nicht mehr, die habe ich. Ja, ich habe noch eine Heilungs... naja, Flasche, sag ich mal. Eine Potion. Oh, ach ja. Egal, nichts passiert. Ja, was war denn das jetzt für eine Aktion? Was? Was hast du getan? Roshan has fallen to the ring. Kacke, da war ja was. Yes. Roshan so weiter. Kacke, warum hab ich nicht Roshan genommen? Warum du nicht Roshan genommen hast? Ja. Weiß ich auch nicht. Ich
meine, Roshan ist halt so. Der ist halt schwer zu picken. Merkst du was? Achso, das sind ja unsere Leute. Freshmate! Ja! Ein Teamkampf. Let's go. Ah, ich weiß echt nicht, was ich machen soll gerade, aber ich glaube, das ist das Beste. Mal ihm entgegenkommen. Yes! Aber das muss man nicht vergessen. Jetzt steht die schon fast vor unserer Basis. Und Putsch wurde vom Tower gekillt. Ja, das ist nicht vom Aussehen her. Du hat einen Bart. Let's go. Aber warum habe ich das die ganzen Jahre lang nicht gemerkt? Kill geklaut. Weiß ich gar nicht. Das war viel. Ich habe 2 Level gleich mal geschafft. Dankeschön. Endlich mal Mechanism. Ey. On the prowl. Heads up. Naja, machen wir das mal und pushen. Salamene commands. Putsch ist hier irgendwo noch. Verdammt. Da rechts. Ja. Da rechts ist Putsch. Ja. Radiant structures are fortified. Ich hab einen Eclipse auf seinen Kopf gesetzt, aber. Ja, ist tot. Ah, kacke, wir brauchen Creeps. Let's go. Da sind wir schon mal alle 5 hier, ne? Ja, yeah, und es passiert nichts. Ja, weil wir keine Creeps haben. Ja, meine ich ja. Jetzt haben wir Creeps. Wir brauchen Wards, eine sehr gute Überlegung. Ich hab keinen Mana. Was hast du Mana? Oh. Da war ja doch noch Mana. Ja, das war ich. Ja, ja, ich weiß. Also, das war also ich, so als. The night sees all. Ja. Bei den Dschungel. Looten und leveln. Im Dschungel. Yes. Looten und leveln. Das ist ein bisschen Spiel. Is that it? Danke. Hey, lass uns Roshan killen, der nicht da ist. Wir werden in der Mitte überrannt. Und du bist oben wieder im Dschungel. Ja, Gold und so. Du weißt doch, wenn ich nicht genug Equipment habe und auch ein Level hinten anliege, dann. Nee. Im Level hängst du nicht hinterher. Nee, ja, vielleicht ein bisschen. Ich könnte 10 Level höher sein. Ja, ein bisschen mehr Geld wäre schon nicht schlecht. Klar, ein bisschen mehr Geld ist immer gut, aber die Frage ist, können wir uns das leisten, dass ein Spieler ausfällt, um sich Equip zu holen und zu sterben. Noch bin ich nicht tot. Ja, the enemy's top tower has fallen. Was macht ihr da? Yes. Wir spielen. Das glaube ich nicht. Scheiße. Was du hast, du hast einen Piep. Good plan. Wir spielen. Ich sag's dir. Das ist echt süß von euch beiden. So, jetzt ist nochmal los mit jemandem, der ist tot. Nein! Scheiße! Ist das jetzt? Ah, da, 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 da. Was ist das jetzt? Ich habe mich selbst ausgelacht. Scheiße. No, es ist so unbefriedigend. Nein. Ja, auch, ja. Ah. Das ist es wohl. Ich nehme die Creeps auf einmal lang. Das war echt süß. Ey, wir haben ja auf der Top-Lane echt jeden Tower gekillt, merke ich gerade. Bevor das gleiche Booster. Ja, haben wir. Mal lose and beam, lose and beam. Und er immer sein komisches Zeug da. Your bottom tower is under attack.
fällt gleich ein Tower an. Aber Viper kommt zur Hilfe. Viper, der alte Schicksterminator. Alter, das macht er richtig gut, der Viper. Das macht er. Einfach mal eingesetzt, obwohl es keinen Sinn macht. Perfekt. Eclipse oder was? Nein. Meine 4 Aufladungen vom Magic Van. So. Also ein Eclipse in der Basis, ja. Um den Kurier zu töten. Von uns. Verpisst sie sich. Great Guardian, watch over us. Läuft doch. Flieht er nicht? Flieht, ihr Narren. Das hättest du vielleicht sagen sollen. Lasst mich durch! Meine Creeps lassen mich nicht raus! Dann bist du auch schon gestorben. Wieso? Alter, dieser scheiß Clockwork. Beautiful. Ich meine, Gyrocopter. Weißt du, da helfe ich ihm, weißt du, damit er fliehen kann. Und dann flieht er nicht mal, der bleibt auf der Stelle stehen, ist AFK wahrscheinlich. Dann renne ich zurück, um ihm zu helfen, und dann kommt Clockwork, sperrt mich ein, und dann komme ich da nicht raus, weil die Creeps im Weg stehen. Du hast einfach wegrennen sollen. Ja, ich wollte ja aber, ich wollte Gyro helfen. Absolut. Ja, aber in der Situation, du hast ja anscheinend schon gesehen, dass er AFK ist. Nee, das habe ich erst gesehen. Zumindest Brain AFK. Brain AFK war auf jeden Fall. Ja! Boy, fresh mate! Oh, mehr als Lachen bleibt mir da nicht über. Da nicht übrig. Aber ich muss sagen, das Dingens sich richtig gut schlägt, der Viper. Er macht das richtig gut, was er macht. Stirbt jetzt, schade. Ach, okay. Ich dachte schon, die spawnen jetzt nicht, weil ich da ein bisschen was vom Creepspot sehe. Glück gehabt. Mal wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Guys, guys, guys. Heads up. Quickly now. Ja, warte, ich verpiss mich gleich so. Die kommen von da unten, ja. Illuminating. Ich kann tatsächlich fliehen, wenn ich Glück habe. Ich Glück habe. Wenn du Glück hast. Ja. Das hattest du nicht. A new moon. Level up. Ja, die Draw ist halt echt, für das ja, halt die zieht uns runter. Und der Gyro macht dumme Sachen. Obwohl, jetzt ist er unsichtbar und kann ich nicht. Ja, okay. Ich würde jetzt sagen, es könnte schlimmer sein, aber... Es könnte besser sein. Oh, mittlerweile ist es ziemlich ausgeglichen. Ausgeglichen ist immer scheiße. Dann gewinne ich die, die mehr Ausdauer haben. Legion Commander. Scheiße, 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 scheiße. Das war's. Das war's. Da geht es hin, mein schönes Geld. Och Mann. Ich glaube, ich mache es mir zur Aufgabe, den Dingens zu beschützen, die Viper. Oh, hat er nicht Unrecht. Naja, was soll's. Ich renne mich einfach hinterher. Ich hab's mir zur Aufgabe gemacht, dir zu beschützen. Ja, hätte ich halt mit rechnen müssen, dass da auch mal jemand zum Ganken kommt. Du bist ja quasi zum Ganken eingeladen. Hm. So eine Rund-SMS verschickt. Ey, wir wollen heute ganken. Ja, ja, wären die anderen Lanes sicher gewesen, wäre die Wahrscheinlichkeit geringer gewesen. Dass jemand durchkommt. Unsere Lanes sind einfach momentan nicht sicher. Ach, Clockwork ist auch da oben. Eigentlich möchte ich solche unten. Höhere Wahrscheinlichkeit auf
Kills. No sorceries avail. Verdammt. Was ist los? Stoppst du schon wieder? Ja, da ist ein, Rutsch? Nein. Wo bist du? Scheiße. Das war, Horsa. Horsa, genau. Scheiße. Hätte er jetzt seine Ulti in 7 Sekunden. Dann kriegen wir. Ich nicht kommen sehen. Scheiße. Ich hab die ganze Zeit nur zu euch geguckt, weil ich dachte, okay, Midlane ist halbwegs sicher. Mist. 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 Horsa ist nach unten gelaufen. Hey Viper, warte. Warum bin ich jetzt hier gelandet? Wie bin ich hierher gekommen? Osa! 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 Ja. Vorsicht, da war ein Putsch, glaube ich, eben mit Kette oder so. Oder jetzt. Ja, irgendjemand hat was gemacht. Your top tower is under attack. Hä? Wie, wie? Scheiße. Wie bin ich da hochgekommen? Bist du einfach wieder gefallen? Oder hast du die kleine Stufe davor genommen? Da kommt man echt nur durch Ports eigentlich hin. Ich glaube, ich bin dadurch hochgekommen, als mich Dingens gehauen hat, hier der Clockwork. Fresh meat. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Das war echt lustig gerade. On the prowl. Das war echt witzig. By starlight. Dass ich dadurch die Powercocks hochgekommen bin, ey. Soll ich auch die Powercocks heißen? Nicht hart. Let's go. Ja, ja, ich weiß schon, was du mir damit sagen willst. Let's go. Das hab ich auch erwartet. Ja, und der Gyro verkackt echt an allen Enden und Ecken. Ah, gut, ich glaube, das ist gar nicht besser. Ich hab gerade den Kurier hier lang gemacht, glaube ich. Feindlich? Ne, das war der alles klar. Der von. Bist du das? Ja, das bist du. Hey, du, ich werde angegriffen. Das bin ich. Keine Sorge, wir hauen da einfach alles drauf, was geht. Du hast ihn umgebracht. Ja, ich hau trotzdem noch mehr drauf. Okay, hinter uns ist Legion Commander. Ja, ja, aber... Nee, das ist auch nicht Putsch. Nee, nee. Willst nicht? Sagst du? Nee. Lieber auf Nummer sicher gehen. Also kein Mana mehr, oder was? Oder holst du Mana? Nur das? Ich will einfach bloß auf Nummer sicher gehen. Den kann ich verkaufen. Ich will jetzt nicht mehr fliegen. Gut gemacht, Viper. Gut. Yes. Ist an unten. Schön. Unten, ja. Vielleicht schafft's Draw da ein paar Level zu kriegen. What do you see? Another death. Ich wollte gerade fragen, ob du mir meinen Kill lassen kannst, aber naja. Tut mir leid, aber. Nein. Ich weiß nicht wie. Einfach bloß für, damit ich mir den Point Booster holen kann. Ach so. Der kostet 1200, dein Ernst? Ach du mal, der kostet 1100, aber es war der Vitality Booster, der so viel Gyro kostet. Ich konnte hier daher gerannt. Ja. Falls du ihn irgendwie kriegst. Ja. Ja, hört nichts. Zu schnell weg. Hättest du noch einen Loosen benutzen können, ey. Wäre ich vielleicht ran gewesen und dann wäre er nicht mehr so schnell gewesen, weil ich habe eine Aura. Die verlangsamt Gegner. Lass uns in den Dschungel gehen, vielleicht können wir sie noch irgendwie hier... Da unten ist der Putsch. Richtig. Ja. Ja, komm. Da ist er. Hat Angst vor uns, oder? Bloß noch. Ich glaube, er ja, weg. Ist weg. Weg. Ist klar. Er ist da hinten. Das, oh, kacke, ich habe gedacht, wir hören... Ja, lass uns aufhören. Ich lass uns hier auf die Mitte gehen. Ich renne noch schnell zum Secret Shop. Weil ich das eh schon die ganze Zeit machen. Kaputt. Hol dir die Viecher da und dann können wir gerne Midlane machen. Mein haben wir wieder den Vorteil. Ja, jetzt wird Raw gepawnt da oben. Lass nee, mal. Die überlebt das. Eilen. Hoffe ich. Gelb ist wer? Clockwork kommt mir hier gleich entgegen. By starlight.
Vor dem muss ich noch fliehen. Ich komme nach oben so schnell wie ich kann. Ja. Death, machen wir. Keine, keine Angst. Yes. Not play alone. Putsch ist im Wald. Trotzdem mal markieren. Anpingen und so. Dann ist da. Alter, die Legion ist ja schon richtig stark. Wie bist du ein 18? Die ist Level 20 mittlerweile. Was war's für? Hast du die geholt? Ja. Wir sollten sehr vorsichtig sein, da könnte noch der Putsch irgendwo rumlungern. Legion ist. Wollen wir mal gucken, ob wir. Ja, das Putsch. Vorsicht. Ich wollte nicht abhauen. Da war wer? Legion-Commander war da. Ja, was machen wir? Ich brauche noch ein bisschen Geld. Ja, das ist ja sowieso das. Das ist ja eh so deine Hauptsorge. Mehr Items. Mehr Items. Naja, ein bisschen zumindest noch. Jetzt eine Offensive starten. So mit Plakaten und so. Die Item-Offensive. Wir möchten mehr Items, bitte. Wenn wir mehr Items kriegen. Ja. Okay. Mehr Items für Deutschland. Ich habe das ganz gute Gefühl, dass da wo schon ist. Boy, fresh mate. Stalking. Oh, weg, weg, weg. Das heißt, es ist erstmal Hals über Kopf die Top-Lane pushen. Yes. Wir wehren hier gerade ein paar Leute ab. Unter anderem. Hilft mir mal bitte jemand? Danke. Ja, ich würde jetzt auch wieder zurückgehen. God-like double kill. Danke, dass ihr mir nicht helfen konntet. Ja. Gern geschehen. Ja, du nicht, die dabei waren. Du standest, du warst so weit weg, aber die, die dabei waren, hatten halt keine Chance. Du bist auch geplättet worden. Hat auch schon Heart of Teresk und Vladimir's Offering und 24 Scheiße. Blink Dagger und. Also ich kann mir gleich einen Butterfly kaufen. Soll ich noch aufzählen, was der Plan ist? Ja. Scheiße. Nein! Na komm. Scheiße! Ja, Clockwork ist noch gestorben! Okay. Da kommst du nicht weg, der ist mit Musik gerade. Gegen Türme kann der nichts. Der regeneriert sich schneller, als die Türme ihm Schaden zufügen, durch das Heart of Teresk. 73, verdammt. Also der kann einfach stehen bleiben. Bowser ist richtig gut, genauso wie Legion Commander. Die kriegen wir nicht mehr weg. Es sei denn, wir schaffen einen guten Push. Ja, guck dir mal das Bild von Mjölnir an. Im Inventar von Legion Commander, da sind so kleine Blitze auf dem Bild. Ja, das kenne ich, glaube. Achso. Ja, genau, das kenne ich. Das konnte ich bereits. Also ein Butterfly ist bei mir noch drin, bevor wir sterben. Ich bin dann 16, weil ich kurz mal die so gegnerische... Ja, die sind alle 17 mindestens, außer Push, der ist 14. Und stümpelt auf 14 irgendwo rum, aber der Rest ist halt 17, 17, 22 und 25. Wenn ich sogar mittlerweile... Gegen Ozza ist echt nichts mehr zu machen. Hm. Deswegen spiele ich den so gerne. Ah gut. Oh, das Witzige ist. Wir können das nicht töten. Ja, Ozza können wir nicht töten. Die Frage ist halt, könnten wir es schaffen, ein, zwei Helden zu entfernen und die auf irgendeine Lane zu schicken, während die uns angreifen? Ich will zumindest noch mein Butterfly. Vielleicht hilft uns das ein bisschen. The night sees all. Butterfly. Das ist halt nicht meine Aufmerksamkeit. Stalking. Ich hau lieber ab wegen dem Powercox. Was tut das? Scheiße! Ich habe ihn vergessen! Nein! Nein! Mehr Power! Rennen! Nova, rennen! Scheiße! Ist ja doof, dass er so schnell ist.
Und tot. Er lebt noch. Ja, er wird gleich wiederkommen, ich weiß. Komm, wenigstens das kriegen wir noch hin. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist mir egal. Hauptsache du überlebst. Ja. Weißt du, du bist halt so rough. Du bist more rough than me. Stalking. Rough hier. Ja. Ich danke dir. Aber. Ja. Lief ja besser als gedacht. Ich weiß jetzt, ich habe keine Ahnung. Wir haben Mosser gekillt, das kann gar nicht so schlecht gelaufen sein. Ja. Deswegen erstaunlich viel Stärke, die da noch in unserem Team steckt. Ja, muss ich sagen. Kämpfen wir jetzt. Kämpfen sich alle Wünsche. Habt ihr schön gemacht, Jungs. Ja. Ist mittlerweile immer noch Level 22, schade. Hab ihr das durch den Tod von Orsa ordentlich aufgestiegen? Ja, ist ja auch schon mal nicht schlecht. Yes. Ja, du hast immerhin seine Mega-Kill-Godlike-Serie beendet, was auch immer. Ich hab gut Geld bekommen. Ja, ich bräuchte mehr. Viel mehr. Was willst du dir holen? Demon Edge? Ja, erstmal Satanic. Also, ach, nur. Dafür Riva. Jetzt bin ich Level 23. Ich müsste halt richtig farmen, aber ich kann nicht, weil so viel Zeug da rumlungert. Da hinten ist ein Putsch. Gelb ist nicht Putsch, doch. Scheiße. Da ist ein Putsch. Ist auch Putsch, ja. Let's go. Ich komm dir hinterher. Ich hab auch einen Putsch hier aber nicht, also. Was macht denn da? Egal. Gyrocopter, egal. Bei dir. Gyrocopter schon wieder tot? Nee. We ride. Nee, aber fliegt halt eiskalt dran vorbei. Ich dachte, wir greifen ihn jetzt an. Er hat den Vorteil der Unsichtbarkeit, hätte ihn halt mit seiner Rakete so ein bisschen stunnen können. Ja, ist richtig. Let's go. Ich hätte eine Lucent Bean hinterher gehauen und dann. Ich sag nichts. Ja, ich hatte das Gefühl halt, dass der echt nicht viel drauf hat heute. Ja, ich habe Eclipse da, also wir können beiden. Warum bleibt denn der stehen, meiner? Bin ich einen halben Kilometer weg vom Geschehen, ja super. Jetzt kann sich wahrscheinlich Putsch in Ruhe zurückziehen, der kann er nicht gut. Ja. Ich kann mir das Riva holen, also ich bin mal weg. Ich bin da mal weg. Ja, ich halte die Lane mit den anderen. Mhm. Ui, ungeahnte Stärke, die da doch noch in Luna steckt. Für solch einen Fall. Komm, ich kann es schaffen, Dingens zu. Brauche ich nicht gut. Yes. Ja, jetzt nicht mehr, schade. Das ist dann die Monkey King Bar und. Stalking. Wir haben's. Ach ja, und die Boots of Travel, die sind sehr wichtig. Ja, die sind echt gar nicht so unwichtig. Da ist der vollkommen. Ja. Kannst du dich sofort mit deiner. Mit einer kleinen Armee im Schlepptau ganz an die Front teleportieren. Kann man damit auch Kollegen, also andere Mitspieler teleportieren, wenn die neben einen stehen? Ich glaube nicht, nee. Das sind bloß Creeps, oder? Das geht, mit Io geht sowas. Ähnliches. Verbindet man sich und dann teleportiert man sich zusammen in eine Gegnerhorde. Zum Beispiel mit Sand King und ratzt dann da alles weg. Yes. Mhm. Wir müssen bestimmt gleich nochmal verteidigen, wenn die da ankommen. Ja, ist richtig. Wir sind momentan in der Unterzahl. Mhm. Da oben. Ditch, komm mal da. Wir können auch pushen, ging auch. Aber schaffen wir nicht. Wir sollten sehr vorsichtig sein. Ja, sagt doch der. Ja, vertrauen wir mal unseren besten Mitspieler. Drown und me. Brauchst Hilfe? Nee, 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 das nicht. Noch nicht. Ich ruf da, ich sag's dann nochmal. Ja, wäre cool, wenn er dir hinterhergelaufen wäre, dann hätten wir ihn vielleicht gekriegt. Nee, wir beide nicht. Oder welches Level bist du? We ride. 24. Dann vielleicht. Holen wir uns lieber da oben den Dingens. Legion. Bist du da? Ja, ich bin hinter dir. Ich kann dich heilen und unbesiegbar machen. Die haben wir auseinandergenommen. Gleich erstmal hier so eine Javelin gekauft.
Weil ich was mal investiert. Ja. Pushen sagt er. Na dann. Gut, weiß der, was los ist. Wer mit? Mit Lane. Ist er da auch? Ja. Ja, wir treffen uns da in der Mitte jetzt gleich. Ich habe natürlich meine Ulti nicht mehr. Deswegen müsste ich jetzt auch mal auf ein neues Item sparen, merke ich gerade. Renn da runter, Mädchen! Ich weiß, dass das ein Typ ist, aber sag, dass wir das nicht hören. Let's go! Oh, absolutely. Einer muss da mal ein bisschen... Naja, egal. Nehmen wir auch sowas in den Glück haben, kommen wir jetzt echt. By Starlight. Den kriegen wir wirklich keine Chance, hat er. War eine scheiß Illusion, war das. Das ist auch nicht der echte. Das ist nicht der echte Orsos. For Dark Moon, the enemy's middle tower has fallen. We ride. Das ist die Nahkampf-Baracke. Orsos in der Base, okay. Ja. The enemy's middle barracks. The enemy's middle barracks has fallen. Wie das Zeug fliegt. Ja, da kommt schon Orsa. Das finde ich nicht so gut. Ich bin doch da. Ich habe zwar eine Ulti erst in einer Minute wieder. Trotzdem. Da ist unsichtbar. Schön. The enemy's bottom tower has fallen. Ist die Nacker? Das ist die Nacker. Let's go. Schön, jetzt haben wir auf zwei Lanes nicht aufgeräumt. Richtig gut. Okay, oh, ich bin gerade voll konzentriert, deswegen. Ich würde gerne mehr sagen, aber. Ja, ja, das ist gut. Naja. Mein Brain ist ein bisschen am Rumarbeiten. Am AFK sein? Vielleicht. Manchmal nennt man das so. Und ich stehe einfach nur rum und wir sollten weg. Ja. Also uns spannend. Renne, renne, renne! Hui, ich nehme die Achterbahn. Die Achterbahn. Ja, er konnte sich teleportieren. Aber. Ja, das ist gut. Wenn nicht, du könntest hier noch mit deinem Ulti angreifen. Ja, sag ich. Sag ich ja. Unbewusst. Oh yeah. Slow the clap for you. Und jetzt weg da. Aber ich hab Satanic. Du hast Satanic. Bam. Richtig gut. Und eine Bounty-Rune noch zum Schluss. Richtig gut. Ach, so liebe ich, so lieb ich meinen Tag. So, jetzt wird noch schnell die Wacky King War geholt und. Dann erstmal die Base einen Kaffee trinken. Alter. Puls von 180, Junge. War hier MVP auf einmal? Scheiße. Das hat er nicht kommen sehen. Das hat er nicht kommen sehen. Ja, das hat er echt nicht kommen sehen. Ach, Mann, Mann, Mann. Ein Sitzziel. Scheiße. So, ich bin da, ich kann dir helfen. Salamene, ja. Lass uns losreiten. Ich habe nur zu. Ich bin zu hoch, habe ich. Yes. Pass auf. Ach ja. Ich bin jetzt bei 450 Schaden. Yay. Nicht schlecht ohne. Das ist echt krass. Schaden, die machen kann. Salamene, ja. Also wir haben auch die letzten beiden Gefechte echt unglaubliches Glück gehabt, oder? Haben wir. Oh ja, das haben wir. Der Source Code ist halt manchmal doch nicht so richtig am werkeln. Insignificant. Aber weißt du überhaupt, ob der überhaupt noch gilt? Absolutely. Müssen eigentlich nochmal die. Irgendwo könnte Putsch sein. Ach, kannst du mal da. Ja. Ja, warte, ich gehe hier mal durch den Wald. Da ist da unten, keine Sorge. Hat Angst. Hätte ich auch. Hat Angst. Da oben ist Clockwork. Salamene, komm mal. Kommt da. So. Okay. Was ist da unten? Da unten ist Orsa. Bist du? Ich bin hier direkt unten. Ja! Illuminate. Geh mal nach oben und mach da den Tower weg. Ist es okay bei euch da unten? The enemy's top barracks. The enemy's top barracks has fallen. You now have negative. Ich
Ich werde dich rapen. Ich werde dich rapen. Ja. Aber jetzt sollte ich vielleicht tatsächlich ein bisschen. So. Satana kann ich nicht nochmal machen, aber das war vielleicht keine so gute Idee von ihm. Ja. Oh yeah. Ja, beendet jetzt einfach. Ja. Nein, aber ich kann gleich Satanic einsetzen. Keine Sorge. Macht ja eh keinen Schaden. Der Echte hat keinen Schaden gemacht. Ich mach jetzt einfach die Türme kaputt. Ich hab ausgewichen einfach nur die ganze Zeit. Kann gut sein. Das ist mein Monkey King Bar, der noch aktiv ist. Ja, du triffst halt alles und... Ja. Bam! Muss ich alles allein machen, oder was? Hättest du echt reinschreiben können. Ja. Ja, die wahre Kraft von Luna entfaltet sich, wenn du diese drei Items hast. Satanic, Butterfly und Monkey King Bar. Das ist ja aber ein found a secret. Immerhin. Das war jetzt gar nichts. Yay. Ach, das Spiel war irgendwie geil. Aber lustig. Ach, Mann. Ja, falls ihr es auch so geil fandet, dann lasst uns doch ein Like da oder diskutiert mit uns weiter in den Kommentaren. Wir freuen uns drauf, also haut rein, Leute. Tschüss.